Willkommen zu Splatoon 3. Das Splatoon ist vorbei. Und die Resultate sind draußen. Da bin ich mal gespannt. Wer hat zweite Halbzeit für sich entschieden? Und wo liegen die Stimmen? Laut meiner App gibt es am meisten Gespenster. Das wissen wir, Tritonshörner. War aber damals auch schön knapp. Ich habe die anderen Zahlen gar nicht gesehen damals. So, und bei den Stimmen wurde für wen abgestimmt? Wir haben am meisten Geister. Oh, was? Sogar mit 63%. Wow. Krass. Das ist ja übel. Ja, dann ist der Beitrag halt schwierig für die anderen, oder? Würde ich mal behaupten, weil gefühlt spielt mehr als die Hälfte für Geister. Nee, wobei, Skelette haben sich durchgesetzt. Aber beim Dreifarb-Match haben die Geister nochmal die Hand vorne. Damit müssen wir gewonnen haben. Sehr gut. Ja, die 18 Punkte machen einen Unterschied. Sehr gut. Also an alle Geisterfreunde, gut gespielt. Ja, Mantaro hat gewonnen. Let's go. Sehr schön. So, und heute testen wir die, oder spielen wir mit der letzten verbleibenden Splatoon-Maske. Dieses, ja, so eine Art, das trugen Ärzte, oder? Während der Pest. Das war irgendwie so das Symbol für Ärzte im Mittelalter oder irgend sowas, ne? Dieses merkwürdige, was ausschaut wie so ein Rabe. Ja, ziehen wir uns gleich mal um. Ja, erstmal kriegen wir unsere Supermuscheln. Die haben wir uns verdient. Und dann spielen wir mit dieser Mütze. Und da gibt es doch dieses... diesen Mantel da damals von Season 2 kam der raus, oder? Am Anfang des Jahres. Zusammen mit diesem Gretenanzug. Ja, genau das hier. Passt das? Ich finde, das passt. Bei den Schuhen nehmen wir... ja, die da. Turmkommando ist heute dran. Wir spielen mit einem Blaster. Mal schauen, ob wir die Leute damit wegpusten. Und einige haben... ach, come on, das kann doch nicht wahr sein. Ja, die Partie ist schon vorbei. Da können wir schon die Landschaft hier genießen, weil... da brauchen wir eh nicht zu spielen. Guck mal, der Kollege sagt das auch. Springt der einfach in den Abgrund. Dann versuchen wir es erneut. Wir spielen Turmkommando. Hoffentlich. Mit dem Blaster. Scheint zu funktionieren. Dann mal los. Ich habe meinen Controller ein bisschen aufgeladen. Der ging gestern tatsächlich. Nach dem Stream war der alle. Ich hoffe, dass das halt gereicht hat. Weil ich weiß nicht, wenn die Switch aus ist, ob der Controller trotzdem lädt. Kommt mir nie so vor. Ja, wird schon so richtig sein. So, da fliegen die Ballons schon mal. Ich setze heute auf ja, dieses Springding. Und spiele Blaster, weil meine Zielkünste heftig schlecht sind. Mein Gott, ich habe noch nicht einen Finger krumm gemacht. Die sind nur zu dritt im rosa Team. Ich bin nur Zuschauer. Ich bin ein Geist.
Okay, jetzt habe ich schon mal einen Punkt geholt. Ah, die Splatling, ne? Die nervt gerade. Ist sie ausgeschalten? Ah, ich habe doch auch so wenig Tinte mit diesem Blaster. Das gibt's doch nicht. Ne, sie steht noch da. Okay, dann warte. Das hier wird die ein bisschen amüsieren. Und die 71 kriegen wir hin, wenn ich auf diesen Turm käme. Als ob die Haftmine nichts gebracht hat. Oh, der Schutzschild. Oh, göttlich. Okay, der ist schon mal wieder weg. Das ist gut. Und da haben wir die Führung gekriegt. Sehr schön. Die sollte eigentlich in die gegnerische Base gehen und nicht an den Turm stecken bleiben. Ach, hör doch auf mit Werfen, Mann. Ich brauche einfach eine Aufwärmrunde. Es geht nicht anders. Alle drei Pfeile abgekriegt, das ist natürlich der sichere Tod. Musste mir an sich klar sein. Aber, ja, ihr kennt mich. Absoluter Vollidiot. Okay, ist niemand auf dem Turm. Ich sorge ich mal dafür, dass der Turm wieder zurückgeht. Oh, jetzt werden die Führung kriegen, ja. Jetzt pushen die. Wobei der Timer... Hä, was ist denn mit dem Timer los? Warum bleibt ihr denn so lange auf der 71? Ach, muss das, ist das irgendwie neu? Dass dieser Kreis ganz ablaufen muss, bevor da wieder Punkte abgerechnet werden. Dass der sich halt so resettet. Ich hab das nicht so in Erinnerung. Kann sein, ne? Die letzten Patchnotes und so habe ich halt auch nicht gelesen. Spielt das Spiel halt wirklich nur zum Fun. Seht ihr? Macht Spaß, ne? Immer reinzugehen. Und getötet wird zu werden. Ne, aber alles gut, alles gut. Übrigens, heute sollte noch eine Mario Bros. Wonder Folge kommen. Die ist gecancelt. Ich hasse mich. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Das Let's Play wird jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. Das kann ich schon mal ankündigen. Es wird mehr so ein, schaut mir zu, wie ich ein Spiel spiele, als ein richtiges Let's Play. Ja, keine Ahnung. Bin einfach aus der Übung, was diese 2D-Plattformer angeht. Es hat halt alles eine Verbindung, ne? Es läuft halt im Moment privat auch nicht so geil und ja, es ist halt dann schwierig abzublenden. Schwierige Situation im Moment. Wird auch irgendwann mal wieder bessere Zeiten geben. Naja, den Win haben wir trotzdem geholt. Damit bin ich zufrieden. So, wie lange geht diese Season noch? Kann mir das wer in die Kommentare schreiben? Bis zum 1. Dezember. Frage selbst beantwortet. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, die ganzen Emojis da im Katalog zu sammeln. Der Rest juckt mich jetzt nicht so krass. Gerade der Hauptpreis, also die Stufe 100, ist halt... Ja, was recycelt das? Das brauche ich jetzt nicht nochmal. Diese Triple Sonnenbrillen. War halt, ja, letzte Season war halt so meiner Meinung nach der geilste Katalog mit den ganzen Konsolen.
Warum steht der da oben so rum? Kriegt der Disconnect oder? Einfach nur Arbeitsverweigerung. So, die Ult, die gönne ich mir schön auf den Turm. Okay, Turm gemisst, sehr gut. Ah, die Booyah-Bomb führt aber nicht. Wir sind doch vorbei, doch. Lol. Schmeißt ja die hin. Als ob der mich getroffen hat. Wie? Also, manchmal wünsche ich mir halt eine Killcam. Also, Splatoon 4 ohne Server, ne? Das wird nix. Aber es wäre auch so geil, wenn Splatoon Server hätte, ne? Oh mein Gott, das Spiel wäre noch ein gutes Stück besser. Gerade weil die halt jetzt auch heftig auf die E-Sport-Schiene aufsteigen, ne? Nintendo. Also, ja. Ich hoffe, dass sie da halt dann für die Switch 2, die ominöse Switch 2, das anständige Splatoon 4 kriegen mit Server. Ey, nochmal eine Konsolengeneration ohne anständiges Internet. Nee, das kannst du deinen Kunden nicht antun, oder? Na, wobei doch, aber die Kunden werden langsam nicht mehr mitmachen. Guck, easy Treffer. Ich weiß nicht, was in dieser Lobby falsch läuft. Haben wir einen Cheater oder so drin? Weil die spielen halt so echt weird. Da hängt bei denen wirklich alles. Ey, das läuft heute gut. For no reason. Warum steht ihr alle rum? Was ist hier los? Was stimmt nicht mit euch? Niemand hat was gemacht. Sehr merkwürdige Lobby. Naja, unser Win. Die Suche dauert auch endlos lang heute. Also irgendwas stimmt mal wieder nicht. Hab jetzt 3 Games gequeued, alle zwischen 120 und 140 Sekunden Suche. Ja, mies, ne? Fast 2 Minuten. Schon echt heftig. Naja, kann man nichts machen. So ist das nun mal manchmal in Splatoon. Es gibt auch gute Tage, aber ja. Montage gehören anscheinend nicht dazu. Oh, ich bleib erstmal im Hintergrund so. Kann ich hier irgendwie hochkommen, ohne dass mich gleich jemand wegfegt? Nee. Okay, immerhin Kontrolle vom Turm haben wir. Naja, teilweise. Richtig eingenommen haben wir den Turm noch nicht. Der Sadie hier könnte aber das bald ändern. Komm, stirb noch an dieser Klecksbombe. Ah, danke, danke. Ah, die lassen uns da nicht dran, ne? Und trifft halt auch alles. Ah, Moment, das ist Nilla. Lol, der war vorhin war der bei mir im Team. Jetzt ist der Gegner. Das ist ein guter Teammate. Guter Teammate. Carried, schön. Ah, und wir haben schon wieder Disconnect. Ach, ja. Gut, heute ist kein Tag für Splatoon. Ich versteh's. Dann sehen wir uns morgen nicht mit Splatoon wieder. Aber vielleicht mal wieder mit Mario Bros. Wonder. Ich überlege mir da was. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.